Es tut sich was in Neubrandenburg. Dem aufgeweckten Bürger müsste aufgefallen sein, dass in Neubrandenburg einige Baumaßnahmen durchgeführt werden. Aus dem Rathaus haben wir erfahren, dass es sich hierbei um tourismusfördernde Maßnahmen handelt. Wen außer Horst Heiner Langemann sollten wir dazu befragen? Komm schon, Herr Schlons. Das ist momentan nicht so einfach, den Weg hier vom Rathaus zu finden, aber ist ja für die Stadt. Richtig. Schönen guten Tag, Herr Langemann. Guten Tag, Herr Schlons. Herr Langemann, wie sieht das Tourismuskonzept 2009 aus? Ja, es wurde ja bemängelt, dass die Touristinnen und Touristen zu kurz in der Stadt bleiben. Und deswegen haben wir jetzt saisonverlängernde Maßnahmen und Maßnahmen, die zu einer längeren Verweildauer in der Stadt führen, angeregt. Wie genau sieht das aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier mal schauen, auf dem Stadtring, auf dem Friedrich-Engels-Ring, da haben wir vollkommen sinnlose und überteuerte Baumaßnahmen jetzt begonnen, die zu zahlreichen Verkehrsstauungen führen. Und dadurch sind die Fahrerinnen und Fahrer natürlich gezwungen, länger in unserer schönen Stadt zu bleiben. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Welche anderen Baumaßnahmen haben Sie denn in Neubrandenburg noch durchgeführt? Ja, das ist zum Beispiel, wir haben eine Brücke komplett gesperrt in der Bachstraße. Die ist komplett dicht, da kommt keiner mehr lang. Und da hinten haben wir eine Brücke, die hat 6 Spuren, aber da sind wir jetzt diese Woche dabei, sukzessive die zu sperren, dass man nur noch über 2 Spuren rüberkommt. Auch das führt zu erheblichen Verkehrsstaus und damit halt auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger länger hier bleiben. Wenn die Baumaßnahmen beendet sind, was passiert danach? Gut, also wir haben auch weiterhin durchgesetzt, dass die Baumaßnahmen nur bis 17.30 Uhr jeden Tag stattfinden. Danach ist hier Pumpe, Schicht im Schacht. Und weil Sie müssen auch wissen, der Ring wird ja gern von Jugendlichen für Rallyes genutzt. Mhm. Das muss natürlich auch in den Abendstunden gewährleistet sein weiterhin. Und deswegen habe ich mich da auch stark gemacht, dass das... Und es ist natürlich ein bisschen mehr Action jetzt auch für die Jugendlichen. Hier haben wir zum Beispiel hier vorne, dass die Röllecke-Schikane hier, zieht sich hier so lang und führt dann weiter zum Krügerknick. Und das ist natürlich, da ist ein bisschen mehr Spannung dann bei diesen Rennen. Das sind ja Maßnahmen, die nur kurzfristig andauern. Wie sieht es längerfristig aus? Was passiert danach? Ja, Herr Schlons, da müssen Sie natürlich perspektivisch denken. Wenn wir natürlich durch diese Baumaßnahmen den Ring in einen Top-Zustand versetzt haben, dann sage ich mal... Formel 1, das ist alles hier möglich. Ich sag mal, was Monte Carlo, Monaco kann, das kann Neubrandenburg schon längst. Wir haben ideale Bedingungen dafür mit diesem Rundkurs. Wir haben das gesamte Rathaus, da kann ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Da kann man jedes Büro zu VIP-Lounge-Sis machen, so dass am Rennwochenende dort man eine freie Sicht auf den Ring hat. Das sind Maßnahmen, die diese Stadt wirklich nach vorne bringen. Das muss ich mal so sagen. Viel vor im nächsten Jahr und wir sind sehr gespannt, was daraus wirkt. Ja. Tino Schlons für WebTV.